freiwillig in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen? Ob und wie sich das lohnen kann für dich, das erfährst du in diesem Video. Das Ganze passiert ja beispielsweise, wenn du dich selbstständig machst, frisch selbstständig machst oder beispielsweise ein Handwerker, der also über 18 Jahre lang schon in die gesetzliche Rentenversicherung einbezahlt hat, dann hat er die Möglichkeit, auch sich freiwillig weiter zu versichern oder das Ganze privat zu machen. Schauen wir uns doch dazu einfach mal deine Renteninformationen an. Die bekommst du in regelmäßigen Abständen. Und zwar in der Mitte dieser Wert, den du da siehst, das ist praktisch ja die Rente, die du bis jetzt erarbeitet hast. Also aufgrund deiner bisherigen Leistung ist das, auf das du voraussichtlich einen Anspruch hast. Und dieses Recht, das nennt man auch Anwartschaft, das bleibt so oder so erhalten. Also egal, ob du künftig was einzahlst, ob als Pflichtbeitrag, als freiwilliges oder ob freiwillig oder gar nicht, dieser Wert, der bleibt zumindest in der Höhe erstmal für dich erhalten. Wie gesagt, voraussichtlich, keiner weiß, wie sich die Zukunft entwickelt, aber das ist zumindest das, wo du ja bereits schon was dafür gemacht hast. Und genauso ist es auch bei der Witwen- oder Witwerrente, auch dieser Anspruch bleibt, egal was du jetzt künftig damit machst. Anders sieht es aus mit der Erwerbsminderungsrente. Das ist dieser Wert. Da will ich ganz kurz mit dir nochmal die Definition durchgehen. Wann hast du denn eigentlich Anspruch auf die Erwerbsminderungsrente? Ja, viele sagen, ja, okay, da kriege ich Geld, wenn ich mal krank bin oder nicht mehr arbeiten kann. Nee, ganz so einfach ist es nämlich nicht. Weil diese Rente wegen voller Erwerbsminderung erhältst du praktisch dann, wenn du wegen Krankheit oder Behinderung weniger als 3 Stunden, Achtung, weniger als 3 Stunden täglich arbeiten kannst. Und zwar nicht nur in deiner, sondern in irgendeiner Tätigkeit. Mal ganz kurz nochmal durchspielen im Geiste. Das bedeutet, dass diese volle Erwerbsminderungsrente, so nennt sich das, bekommst du nur dann, wenn du irgendeinen Job dieser Welt, und sei es an der Pforte einen Knopf zu drücken und Schranke auf, Schranke zu und sagen, du kommst hier nicht rein. Wenn du irgendeinen Job dieser Welt nur noch bis zu 3 Stunden machen könntest, dann hast du Anspruch auf die volle Erwerbsminderungsrente. Das heißt, es ist sehr, sehr vage, sagt der eine oder andere vielleicht, dann muss ich einen Kopf und einen Arm tragen, dass ich da Anspruch habe. Ja, kann man, es ist also sehr, sehr dehnbar. Ne? Es ist übrigens auch egal, ob du den Job kriegst. Es ist nur die theoretische Wahrscheinlichkeit, dass du es machen kannst, ob du dann dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehst, also ob dann irgendeine Firma dich überhaupt einstellt. Das ist erstmal absolut unerheblich. Das bedeutet, bis 3 Stunden, wenn du noch irgendeine Arbeit machen kannst, bekommst du ja volle Erwerbsminderungsrente. Wenn du zwischen 3 bis 6 Stunden, das ist praktisch die nächste Stufe, noch irgendwas machen kannst, dann bekommst du nämlich nur noch die Hälfte von diesem Anspruch. Und über 6 Stunden, was gibt es dann? Staat macht es sich einfach, nichts mehr. So, das heißt, das musst du natürlich auch in die Waagschale schmeißen, ob das überhaupt für dich ein Wert ist, dass du sagst, ne, will ich mich darauf verlassen, dass ich eigentlich, wenn ich halb tot bin, dann wirklich erst Anspruch drauf habe. So, und was prüft jetzt zum Zeitpunkt, also wenn du jetzt genau diese Voraussetzung erfüllt hättest, zu diesem Zeitpunkt dieser Erwerbsminderungsrente wird praktisch jetzt geprüft, ob du in den letzten 5 Jahren 36 Monate lang Pflichtbeiträge bezahlt hast. Nur mit Pflichtbeiträgen hier. Das heißt, wenn du in 5 Jahren 36 Pflichtbeiträge bezahlt hast, erst dann hast du Anspruch auf Erwerbsminderung oder Erwerbsminderungsrente. Das bedeutet, wenn du jetzt mit freiwilligen Beiträgen weiter bezahlst, dann ist früher oder später dieser Zeitpunkt vorbei, weil du ja dann jetzt bis jetzt nur Pflichtbeiträge bezahlt hast und ab jetzt dann freiwillige Beiträge. Das heißt, ab dem Zeitpunkt irgendwann ist es dann vorbei, wo du dann definitiv keinen Anspruch mehr hast, weil dann guckt der Staat und sagt, ja, du hast zwar Pflichtbeiträge bezahlt, aber keine 36 Monate mehr. Und irgendwann hast du nur noch freiwillige Beiträge bezahlt. Das heißt, also dieses Recht läuft aus. Es gibt nur eine Ausnahme, wo du mit freiwilligen Beiträgen diesen Anspruch erhalten kannst, und zwar, wenn du Ende 1983, also wenn du Ende 1983, diese sogenannte allgemeine Wartezeit, heißt halt so, muss ein bisschen klugscheißern, die allgemeine Wartezeit von 5 Jahren erfüllt hast. Das bedeutet, dass du spätestens 1978 ins Berufsleben eingestiegen sein musst. Jetzt kannst du also überlegen, wie alt das du warst oder wie alt das du sein müsstest, um eben 1978 ins Berufsleben eingestiegen zu sein. Also beispielsweise als Auszubildender. Okay? Also Studium hilft da nicht, sondern beispielsweise als Auszubildender, wo du angefangen hast, eine gesetzliche Rentenversicherung einzubezahlen. Das heißt, die meisten können mit freiwilligen Beiträgen damit diesen Anspruch für die Erwerbsminderungsrente nicht aufrechterhalten. Also nochmal, freiwillige Beiträge hilft dir, deinen monatlichen Anspruch in der Altersrente zu erhöhen. Aber mal ganz ehrlich, also das schauen wir uns dann natürlich auch an, wenn du jetzt also den Mindestbeitrag nimmst, sind aktuell ungefähr 84 Euro, dann kann natürlich nicht viel dafür passieren. Außer du würdest jetzt eben sagen, komm, ich zahle jetzt Pflichtbeiträge weiter, die Option hättest du auch, aber dann müsstest du den sogenannten Regelbeitrag bezahlen, das sind 550 Euro. Ausnahme ist dann nochmal, dass du die ersten 3 Jahre deiner Selbstständigkeit nur die Hälfte davon bezahlen musst. Du musst aber bewusst sein, das kann eben schnell ein Klotz am Bein sein.
Das war aber nur der erste Teil. Jetzt müssen wir uns noch anschauen, ist denn die gesetzliche Rentenversicherung rentabel? Also wie rentabel ist die gesetzliche Rentenversicherung? Und wenn man sich die Sachen anschaut, also die gesetzliche Rentenversicherung selber zum Besten gibt, verknüpfe ich dir auch alles gerne in der Beschreibung, dann sagten sie selber von sich, dass sie 2,9% bringen. Also 2,9% ist ungefähr der Ertrag. Tendenz eher fallend. Ich habe mit meinen Berechnungen, das ist allerdings nicht ganz einfach, sowas zu berechnen, weil das auch alles immer fiktive Renten sind. Ich komme mit meinen Berechnungen auf ein bisschen schlechteres Ergebnis, aber sei es drum. Nimm mal also den Wert von der deutschen Rentenversicherung mit 2,9%. Aber die bekommst du auch im Endeffekt nur, das muss man sich auch bewusst sein, weil ja der Staat heute schon viel mit Steuern reinschmeißt. Also das, die Rentenversicherung, vielleicht kennen Sie das ja, das ist ja ein Umlageverfahren, das heißt, die lebt ja eigentlich von der Hand im Mund. Okay? Also die Leute, die heute in die Rentenkasse einzahlen, ja, das wird nicht angelegt, sondern das nimmt gleich die Rentner, dein Papa, deine Mama, wie auch immer, nimmt das Geld raus. Also du zahlst ein und die nehmen sich gleich was raus und es wird im Endeffekt nicht wirklich was zurückgelegt, maximal für einen Monat oder sowas. Das bedeutet, dass dieses Konstrukt heute ja schon nicht funktioniert. Und wir heute schon ein Viertel von dem Geld, was gebraucht wird, ein Viertel aus Steuern bezuschussen. Also ein Viertel ist, stell dir mal eine Torte vor und ein Viertel nimmst du mal weg, das ist schon eine ganz schöne Menge. Also ein Viertel wird praktisch heute schon aus Steuern bezuschusst. Das heißt, dadurch, dass wir älter werden, und das wird ja passieren, kann sein, dass das Ganze dann eher tendenziell noch mal ein bisschen schlechter ausschaut. Jetzt ist die Frage, wenn wir mit diesen Werten rechnen, wie erhöht sich denn dann eigentlich deine Rente? Also Beispiel, du würdest jetzt 2021 monatlich diesen Mindestbeitrag bezahlen. Das sind also 83,70 Euro mal 12, sind also ungefähr 1.000 Euro. Also du würdest jetzt 1.000 Euro pro Jahr in die gesetzliche Rentenversicherung einbezahlen. Dann wird sich deine Rente voraussichtlich monatlich um 4,40 Euro erhöhen. Also voraussichtlich 4,40 Euro. Achtung, aber erst ja dann, wenn du in Rente gehst. Also irgendwann dann, wenn du in Rente gehst. Ja, was ist mein Fazit daraus? Ich persönlich halte nichts davon oder wenig davon, weil alleine schon wegen dieser Restriktionen, die ja die gesetzliche Rentenversicherung dir aufzwingt. Ja, du hast ja nicht irgendwie, kannst du tun lassen, was du willst, ja, sondern du hast Restriktionen. Das bedeutet, dass du so eine Art Korsett, ne, du wirst in so ein gewisses Korsett gezwängt. Ja. Und die Leute, die mich kennen, die wissen ja, dass ich für Fuck You Money stehe. Und Fuck You Money bedeutet ja eben genau, dass du sagen kannst, hey, ich mache das Spiel nicht mit, weil ich habe genug Geld. Ja, und da hilft dir natürlich ein Korsett, ist da eher kontraproduktiv. Und wenn man halt überlegt, diese 2,9%, die du bekommst, von der gesetzlichen Rentenversicherung, wenn wir diesen Wert nehmen, den du voraussichtlich bekommst, das sollte eigentlich anderweitig besser gehen. Und wenn du mehr Ertrag bekommst, bedeutet es ja, dass du am Ende auch mehr Vermögen hast. Und mehr Vermögen heißt ja nichts anderes als mehr Lebensstandard in der Rente. Oder dass du sagst, okay, ich muss halt gar nicht so viel dafür aufbringen und habe dafür das Geld frei für irgendwelche anderen Sachen, die dir noch am Herzen liegen. Und noch vielleicht ein abschließender Hinweis, solltest du überlegen, jemand einzustellen, damit du befreit wirst von der gesetzlichen Rentenversicherung. Weil es gibt ja die Rechnung, wenn du jemand rentenversicherungspflichtig bei dir anstellst, dann wirst du beispielsweise befreit. Dann will ich dir noch zwei Sachen an die Hand geben, wann das Sinn macht. Das erste ist, dass diese Arbeitskraft insoweit natürlich rentabel sein muss. Das bedeutet, dass du dadurch auch eine echte Entlastung hast. Also nicht irgendjemand einstellt und du dann Netflix schauen kannst. Das ist jetzt so nicht der Weg. Aber dass du sagst, okay, diese Arbeitskraft rentiert sich, weil du dann beispielsweise dich auf das Wesentliche konzentrieren kannst, weil du dann den Kopf frei hast und dich beispielsweise auf das konzentrierst, was du bisher nicht machen konntest, also wo dich irgendwelcher Kleinkram ausgebremst hat und vom Umsatzmachen abgelenkt hast. Das Zweite ist, was du haben solltest, neben dieser Rentabilität der Arbeitskraft, lohnt sich übrigens meistens. Ne? Also wenn deine Firma gut strukturiert ist, ist die Arbeitskraft das beste Investment, was du machen kannst. Dann kostet ein Angestellter nie Geld, aber das liegt eben daran, wie du deine Firma im Griff hast. Und das Zweite ist, dass du eben ein Anforderungsprofil haben solltest an diese Arbeitskraft. Also dass du weißt, was muss denn diese Arbeitskraft machen. Das heißt, du solltest so ein Minimum auch an Führung drauf haben, also so die Mischung, die Balance aus Mensch und Manager. Achtung, denke bitte dran, auch das, was ich dir hier sage, ersetzt alles keine Beratung. Wende dich bitte an deinen kompetenten Berater, wenn du möchtest, auch gerne an uns. Ansonsten, ab hier liegt es an dir. Bis zum nächsten Video, dein Michael. Ciao, ciao.